Der SSV Jeddelo zu Gast beim TSV Havelse. KickTV ist für euch im Wilhelm-Langreher-Stadion. Die Gastgeber zu Beginn der Saison noch mit einer Hacke am Startblock, nur ein Sieg in 4 Spielen. Die 9 Langzeitsperrverletzten im Kader des TSV fordern Impro-Künste vom Trainer Samir Fercici. Die 11 des Gästetrainers Kai Riebau von links nach rechts in blau-weiß, der TSV in rot und in die andere Richtung. Keine 5 Minuten gespielt, die Gäste eröffnen mit Connor Jonathan Nährlich und Antonio Brandt im Tor beim TSV. Nährlich seit einem Jahr wieder zurück beim SSV, zuvor hatte er bei Phoenix Lübeck gespielt. Neuzugang auf der Verletztenliste beim TSV ist Julius Langfeld. Wegen einer Schulterverletzung war er nicht im Kader. Dafür rückte Niki Guguatze in die Startelf nach. Rücken ist auch ein gutes Stichwort, denn nach 7 Minuten rückten die Gastgeber erstmals in die gegnerische Hälfte vor. Torben Engelking mit dem ersten Torversuch, aber keine echte Prüfung für den Keeper der Gäste, Felix Bohe. Auf der anderen Seite auch nur eine Veränderung in der Startelf im Vergleich zum Pokalaus gegen den SV Meppen. Für Bastian Schaffer stand heute Simon Brinkmann in der Startelf. Und der steht plötzlich alleine vor Antonio Brandt. Brinkmann 0:1, 12. Minute. Jeder hatte einmal seine Chance und der SSV nutzt seine zweite, die Führung gerechtfertigt. Ein bisschen Glück aus Sicht der Gäste war auch noch dabei, weil Niklas Taski ungewollt kunstvoll abfälscht. So hat der Kapitän die Abwehraktion bestimmt nicht geplant. Bis zur 30. Minute war dann erstmal Highlightpause in dieser Partie. Der TSV drang aber auf den Ausgleich und kam mit Torben Engelking über die rechte Seite. Das ist Mika Stuhlmacher, der sich dagegen 3-4 auf einmal durchsetzt. Und nun haben die Roten Gelegenheit zur Flanke, die gefährlich werden könnte, wenn sie auf dem Kopf von Guguatze und nicht in den Händen von Bohe gelandet wäre. Weiter geht es mit einem Freistoß der TSV. Die Gastgeber erhöhten ihren Druck in dieser Phase. Wieder die rechte Seite. Stuhlmacher bringt sich schon mal für Engelke in Position, aber den braucht er gar nicht, denn er macht's alleine und es steht unentschieden. Torben Engelking beschert seiner Mannschaft kurz vor dem Pausenpfiff das 1:1. Premium auch der Laufweg von Stuhlmacher. Engelking entschied sich aber abzuziehen. Und solange der Ball drin ist, dürfte auch Stuhlmacher damit d'accord sein. Das 1:1 zur Pause gerechtfertigt. Es geht aber auch schon weiter mit der 52. Spielminute und dem ansehnlichen Ballgewinn von Eliakim Kukanda. Der schlägt den Ball weit auf Niki Guguatze. Michael Hahn paced hinterher. Van Aschwege kommt auch noch dazu. Guguatze schließt trotzdem ab und verpasst die 2:1 Führung um wenige Meter. Landung in unserem Spielbericht ist schon in der 70. Minute, weil es im zweiten Durchgang wenig sehenswerte Gelegenheiten gab. Der TSV arbeitete sich aber nochmal vor das Tor und wieder war es Niki Guguatze, der an der Führung schnüffelte. Aber es blieb beim 1:1 unentschieden und das ist aus unserer Sicht völlig okay. Wir hören die beiden Trainer. Ja, wir nehmen auf jeden Fall erstmal den Punkt mit. Und das ist schon ein Auswärtsspiel, deswegen ist ein Punkt erstmal ein vernünftiges Ergebnis. Ich glaube, es hätte heute zu beiden Seiten ein Stück weit hingehen können. Ich glaube aber auch, dass es am Ende es ist leistungsgerechtes Unentschieden, weil bei beiden hat man so ein bisschen gesehen, dass es ein bisschen lethargisch ist, manchmal ein bisschen fehlerbehaftet. Das ist aber so, das ist jetzt in 15 Tagen, 16 Tagen unser 5. Spiel. Also dass da bei uns auch so ein bisschen Kräfte nachlassen, das ist, glaube ich, völlig normal. Und von daher, so wie wir bis zum Ende geackert haben, da muss ich den Jungs Tribut zollen. Jetzt haben wir zum Glück mal 10-12 Tage zum Durchschnaufen vor dem Flensburg-Spiel. Also von daher bin ich mit dem Punkt am Ende zufrieden. Natürlich hätte man sich gewünscht, dass noch ein Ding durchläuft und man macht das goldene 2:1. Aber am Ende ist es so und dann muss man es akzeptieren. Ja, ich glaube, wir hatten schon die eine oder andere Torchance, gerade auch in der zweiten Halbzeit, die natürlich dann nicht, ich sag jetzt mal für den Zuschauer oder für den Beobachter relativ klar ist, sondern wo ich sage, das sind halt Räume, die wir dann vielleicht letztendlich nicht belaufen, gerade auf dem zweiten, wo es dann sicherlich, wenn ich da bin, dann auch zum Torerfolg führen kann. Ich stimme dir zu, dass wir jetzt hier kein Spektakel hatten in dem Spiel. Ich habe auch in der Halbzeit gesagt, dass ich mich jetzt über das 1:1 grundsätzlich erstmal nur freuen kann, weil es halt 1:1 steht. Aber
aber rein von den fußballerischen Elementen war das halt in der ersten Halbzeit extrem wenig. Man muss sagen, in der zweiten Halbzeit waren wir dann schon, fand ich, über Strecken die bessere Mannschaft, aber nicht zwingend genug im letzten Drittel. Sicherlich ist es dann auch wichtig in dieser Liga, dass man aus so einem Spiel einen Punkt mitnimmt, beziehungsweise nicht nach Ende vielleicht sogar noch irgendwo einen Lucky Punch gegen sich bekommt. Wir haben probiert, nochmal nach vorne hin alles zu incentivieren, um da am Ende vielleicht auch nochmal mit einem Dreier rauszugehen, haben dann nochmal eine große Chance kurz vor Schluss, die nochmal zum Eckball führt. Ich glaube, alles im Allen war es heute kein gutes Regionalligaspiel. Wir sind mit dem Punkt dann, ich sag jetzt mal, erstmal zufrieden, weil ich immer sage, es ist wichtig, jedes Spiel zu punkten, unabhängig wie das Spiel ausgeht. Letzte Woche waren wir deutlich besser und haben verloren. Heute war es ein Schlagabtausch auf, ich sag mal, keinem sehr, sehr hohen Niveau, wo wir uns dann die Punkte teilen. Ich glaube, damit können beide Mannschaften am Ende leben. Für Jeddelo dann erstmal Pause am 1. September-Wochenende. Havelse zu Gast beim Eintracht TV.